Hallo Leute, ich bin's ja wieder, der Chris, und heute habe ich ein erneutes Live-Kommentar für euch, diesmal MW2, kein MW3, kein Battlefield 3, nein, MW2. Und ja, ich denke, das finden manche bestimmt ganz gut, weil einige gefragt haben, ob mal nicht wieder ein bisschen MW2 gezeigt werden könnte. Und nun ja, von daher heute mal ein MW2-Gameplay mit einem Live-Kommentar. Und ja, Team Deathmatch auf Rundown, yeah, eine geile Karte. Was bei manchen anscheinend nicht der Fall ist. Also manche skippen die Karte immer und ach, das ist einfach scheiße. Obwohl ich die Karte einfach gut finde. Ich weiß nicht, wie man die Karte schlecht finden kann. Und ja, erstmal hier alle stumm schalten, auch wenn sie kein Headset haben. Scheiß drauf. Sinnlose Sekunden verschwenden. Oh, der hatte eine Schrotflinte. Die hebe ich auch auf. Und benutze sie nicht. Yeah. So muss... Nein, 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 nein. Boah! Ja, geil. Er hat eine Predator verschwendet. Okay. So. Er hat einen Pavlo. Wo hat er den jetzt her? Achso, aus dem Care Package. Ja. Wieso auch nicht, ne? Und da packen die schon ihre explosiven Gerätschaften aus. Das ist doch wunderschön. Nee, aber daran gewöhnt man sich. Beziehungsweise, ich habe mich ja schon längst daran gewöhnt. Ist halt Standard und ja. Von daher finde ich das jetzt nicht so wirklich nervig. Ah. Ey, komm. Ey, was? Ich mag das nicht. Ich hasse diese blöde Final Stand Kacke. Na. Das ist blöd. Sehr blöd. Ich glaube, ich habe keine Munition mehr und der Pavlo sorgt dafür, dass die ganzen Gegner... Okay, ich kann meine Predator zünden. Oh, nice. Ah, schade. Wäre beinahe ein Triple gewesen. Ach, Mann. Egal. Zack. Und gleich habe ich mein Pavlo. Wo ist der? Egal, ich glaube, ich muss die Schrotflinte auspacken. Oder nee. Ich habe die Claimer gehört. Zack, da ist er tot. Ha, haha, T-Baggen. Yeah, dafür ist immer Zeit. Und wir laufen weiter. So, aber jetzt muss ich wirklich mal die Schrotflinte auspacken. Ja, ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll. Na, hat er eine... Och Mann, er lässt keine Waffe fallen. Mann, Geizhals, ey. Zack. Das war aber ein bisschen Glück, muss ich gestehen. Aber wir gucken mal, ob jetzt die Gegner hier... Ah, die spawnen ja da, genau. Na, komm. Wow, hä, wo sind denn die... Ah, Mann, ich brauche eine richtige Waffe. Und nicht irgend so ein ACOG-Visier, was einfach kein Schwein benutzt, weil das einfach scheiße ist. Also ich finde es zumindest scheiße. Ich weiß ja nicht, was ihr davon haltet, aber oha. Und ich bin tot. So sieht's aus. Mann. Egal. Eine RPD, die brauche ich jetzt nicht. Oh Gott, Mann! Scheiße. So, nein. Immer wenn man so die Waffe wechselt oder so eine wirklich dumme Situation, wo man sich echt an den Kopf fassen könnte. Wie scheiße, dass da gelaufen ist. Aber naja. So. Gucken wir mal, hier scheint ja wirklich kein Verbündeter zu sein. Aber dafür ein paar Gegner. Oha, 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 oha. Oh mein Gott. Was? Ach so. Hä, wie ist er denn bitte gestorben? Okay, das verstehe ich jetzt wirklich nicht. Nein, nein. Ah, ich habe da noch eine Zweitwaffe. Yeah. Und ich mache damit keine Kills. Scheiße. Oh Gott. Yeah. Ja. Yeah. Geil. Kills. Noch ein Kill. Oh Gott, und ich bin tot. Scheiße. Mann. Ey. Das war vielleicht scheiße. Na komm hier. Ist er tot. Ah, egal, die hätten eh alles zerstört, was ich da hier in die Luft geschickt hätte. Ja. Ich könnte jetzt ein bisschen vom Realismus sprechen, aber es ist einfach nur idiotisch. Wenn ich beim Spiel über den Realismus rede, aber ich meine... So ein Harrier ist ja schon recht teuer. Oha, oha, ich habe da einen gesehen.
Und komm, komm, du traust dich. Ich sag dir, du traust dich. Er traut sich nicht. Was für eine feige Sau. Oh. Ah, verdammt, verdammt, ja, verdammt. Schade. Aber wo... Achso, UAV, okay, ja, die hatten eine nette Aufklärungsdrohne. Mann, oh, oh, ich bin tot. Ah, schönes Ding. Ist immer geil, weil ich meine, wenn man auf solch einer offenen Fläche ist, da kann man der Predator schön in die Augen gucken und dann, bam, stirbt man richtig geil und, naja, eigentlich nicht, aber... Da ist er tot. Hahaha. Ja, wunderschön. Okay, man muss auch sagen, in MW2 spielen ja jetzt nicht so die besten Leute, ne? Also, recht schlechte Leute. Aber naja, egal. Eigentlich ein recht nettes Spiel. Aber guckt euch das doch mal an. Okay, man kann hier die Spielfähigkeiten von den Gegnern nicht anhand deren Level beurteilen. Natürlich nicht immer, aber ich meine, man kann ja schon die Behauptung aufstellen, dass man Non-Prestige-Level noch irgendwas, naja, nicht gerade so die beste Spielerfahrung hat. Okay, ja, ich würde mal sagen, das war's. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und ja, Favela. Okay, ich glaube... Nee, das war's. Ja, aber ich glaube, ich habe eine super Idee. Nächstes Mal werde ich mal ein bisschen längere Live-Commentaries machen. Heute geht das nicht so schnell, nicht so, weil ich ja noch rennen muss und so. Hä? Nee, aber nächstes Mal mache ich mal wirklich längere Live-Commentaries. So 30 Minuten oder so. Naja, nicht öfters, aber ab und zu werde ich es mal machen. Ich glaube, das ist ganz nice. Und von daher verabschiede ich mich mal. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Bis denne. Das war's auch schon vom Video. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Und über eine Bewertung würde ich mich natürlich auch freuen. Sprich, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben. Und wenn es euch nicht gefallen hat, könnt ihr auch gerne einen Daumen nach unten geben. Wenn ihr mehr sehen wollt, könnt ihr auf eines der folgenden Videos klicken. Und wenn ihr Let's Plays sehen möchtet, könnt ihr gerne in die Videobeschreibung gucken. Dort findet ihr den Link zu unserem Let's Player-Channel. Dort kommt jeden Tag ein Let's Play. Und ansonsten findet ihr dort auch noch den Link zu Facebook. Dort seid ihr auch eigentlich immer auf dem neuesten Stand. Und das war's dann schon mal von mir. Man hört sich beim nächsten Mal.